Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Arbeiter und vom Arbeiter zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ich seid jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind in Hamburg, Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr. Wir sind hier bei, ich hab's sicher schon gelesen, Transinet. Wir holen hier den LKW ab. Ein Kollege von der International Transport in München war so nett und hat den von einer anderen Firma hierher gebracht und hat die Wechselbrücken hier aufgenommen, was für uns hier die Ladung hier war. Okay, wir fahren los. Am Freitag noch. Wir müssen mit Sammelgurt nach München fahren, meine Sportsfreunde. Dann würde ich sagen, wir starten gleich los. Rundumgangskontrolle habe ich schon gemacht, während ich die Papiere gekriegt habe. Jetzt kann ich schauen müssen, wie spät es ist. Biege nach links ab. Grüße gehen raus an meine Abonnenten, an die Großen und an die Kleinen, an die neu Du musst rechts dazugekommenen. abbiegen. Und an die Biege nach Veteranen, rechts die ab. was schon lang hier bei mir dabei sind. Schön, dass ich hier den Weg zu mir gefunden habe, meine lieben Sportsfreunde. Und ich hoffe, Du musst dass links ich abbiegen. ein bisschen unterhalten kann mit vom Arbeiter zum Biege nach Unternehmer. links ab. Das war gerade, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Heute mag es nicht so, wie ich gern möchte, aber das ist wahrscheinlich der Sonntagabend. Der Streik geht weiter, meine lieben Sportsfreunde, in Du Italien musst unten. Die rechts Fronten abbiegen. haben sich richtig verhärtet, aber zumindest einen Erfolg haben die Transportunternehmer Biege nach rechts ab. zum Verzeichnen. Die Tankstellen dürfen weiterhin beliefert werden. Und auch die was halt Heizöl brauchen, sprich die, was halt Dieselaggregate, Heizölaggregate haben. Dies darf jetzt fahren, die sind jetzt keine Streikbrecher. Aber es ist auch definitiv, unsere drei Arbeitskollegen werden nicht zurückkommen, weil sie nicht in der Gewerkschaft sind, hat sie ausgestellt. Und trotzdem sich hier an diesem Streik beteiligen. Somit ist es vom arbeitstechnischen her, ich habe mich da Links halten und dann erkundigt links bei abbiegen. meinem Chef. Also Real Life Story, ich habe mich da wirklich erkundigt bei meinem Chef, wie das ist, Biege dass nach ich hier links keinen ab. Blödsinn erzähle. Streiken darf man als LKW-Fahrer nur, wenn man in der Gewerkschaft ist. Wenn man nicht in der Gewerkschaft ist, so wie es jetzt hier bei meinem Beispiel ist, dann ist es Arbeitsverweigerung und somit ein Kündigungsgrund. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, wir sind 752 Kilometer. Ich werde zwischendrin noch mal einen kleinen Cut Biege machen, nach meine lieben rechts ab. Sportsfreunde, dass wir die Nacht überspringen. So. Auf gar nicht mehr gewohnt, den Hänger zu. Obwohl, dass wir in ein paar Folgen damit schon gefahren sind. In München unten gehen wir nachher die Sammelgurt ab, also die Wechselbrücken bleiben dann in München beim Euro-Godis. So viel weiß ich schon, und dann werden wir wahrscheinlich leer, werden wir nach Innsbruck fahren und dort dann den LKW parken. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, Nimm jetzt schauen die wir, jetzt sind wir auf Ausfahrt der Autobahn, rechts. wie spät haben wir es denn? Immer geradeaus.
Bitte rechts halten. Werden wir schauen, dass wir hier vorankommen in der Nacht. Grüße gehen natürlich raus an meine YouTube-Kollegen. Fangen wir mit dem Badora an. Macht zwar keine ETS-2-Videos, aber macht absolut geile Resident Evil-Videos und Kingdom Comes Delivery Streams. Fabian, Grüße gehen raus an die, lieber Bado. Und meine lieben Spaßfreunde, schaut gleich mal auf dem Kanal vorbei. Macht aber richtig geile Sachen. Macht geile Livestreams, wie gesagt. Dann kommen wir zum Maisi on Tour. Einer der kleinsten YouTuber, den was ich in meiner Liste habe, aber er macht gute Videos. Versucht sein Bestes und das ist immer nur das, was hier auf YouTube glaube ich zählt. Man versucht immer sein Bestes. Schaut bei ihm vorbei. Er fährt im Moment mit dem neuen MAN, also zum Aufnahmezeitpunkt für den Video, fährt er mit dem neuen MAN 2020. Und wie gesagt, ja, macht gute ETS-2-Videos. Hinterlasst ihm ein nettes Kommentar, den einen oder anderen Daumen nach oben, vielleicht ein Abo, wenn es Ihnen gefällt. Und dann kommen wir hier schon zum Draka Andal. Macht zwei Projekte und zwar auf Achse. Das ist das Projekt, wo ich hier anschließe mit diesem Projekt. Und mit den Classic Trucks, absolut geile Hintergrundinformationen, wie das zu der damaligen Zeit als gewesen ist, mit Verzollen, mit den ganzen Ladungen, wo wie was transportiert worden ist, ist absolut sehenswert, absolut geile Hintergrundinformationen. Genauso wie der JJ on Tour mit der Nord-Süd-Transporte. Lieber JJ, liebe Grüße gehen raus an die. Macht es richtig realistisch, macht es nur ein bisschen realistischer als wie ich mit Fahrtenbuch, wo er eigentlich genau erklärt, wie lang, wie was er zum Fahren hat. Dann kommen wir zu den zwei Jungs von der HM Trans, angeführt vom Harry, den Hängerzugfahrer Dion. Lieber Harry, ich weiß nicht, ob ich in dem Projekt dir schon viel Glück wünschen habe mit deinem Mercedes. Wenn nicht, dann wünsche ich dir mit deinem neuen Mercedes hier viel Glück. Dann kannst du ungefähr den Aufnahmezeitpunkt einordnen, wo ich hier aufnehme. Macht absolut geile Videos, ist mit einem Wechselbrückenzug, so wie ich im Moment hier unterwegs. Da hat es gekracht, da hat es gekracht. Fahrt für die HM Trans, für Bella Cinotto vor der, macht die Wechselbrücken hin und her. Mir war halt lieber ein Helen Scania gekriegt, aber das war's ja. Und dann kommen wir zum zweiten von der HM Trans, an Stefan on the road. Vor dann 9 MAN 2020. Und auf Twitch ist er auch unterwegs, unser lieber Stefan. Da ist er auch Stefan, der Bruchpilot, unterwegs. Mit den, ist glaube ich der Microsoft Flight Simulator. Auch sehenswert, meine Sportsfreunde. Und dann hätte ich es eigentlich durch. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. 5 waren es, oder? Wenn ja, dann verzeih mir es denjenigen, was ich vergessen habe. Aber alle meine YouTube-Kollegen, für die was ich gerne Werbung mache, sind bei mir in der Kanalinfo immer verlinkt. Machen alle geile Videos, egal was sie machen. Schaut sie in Ruhe. So. Bitte links halten. Machen das, was uns die Helga eben da sagt. Allzu schwer sind wir nicht mit dem Sommergurt.
die 17 Tonnen haben wir. Ganz leichtes Zeug haben wir oben. So eine leichte Ladung habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich zum Beispiel habe aber so eine Real-Life-Story von wo ich gleich erzählen. Ich als Tankwagenfahrer bin ich so zwischen 27,2 und 27,8 vollgeladen unterwegs. Je nachdem welcher Produkt das ich habe, ob ich jetzt mehr Benzin oder mehr Diesel habe. Das ist ungefähr der, was hier neu ist auf meinem Kanal, so einen ungefähren Vergleich hat, was ich so transportiert oder was man so transportieren könnte. In dem Fall. In der Nacht ist nicht viel los. Wie gesagt, der Streik geht weiter mit dem Sportsfreunde. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gerade, dass ich die Wechselbrücke unten bei Euro-Godis abgib und dann eben mit dem Laster nach Innsbruck fahre und den dann hier bei mir in der Garage balken sollte, wo der andere LKW, der Kanarienvogel, wie ich ihn so schön nenne, auch steht. Den habe ich jetzt dann am Wochenende, also ich bin am Sonntag nach Hamburg geflogen, weil man fliegt ja von München aus ungefähr 1 Stunde 15 sowas. Bin am Sonntag Mittag nach Hamburg geflogen, bin dann mit dem Taxi in zum Lastwagen gefahren. Und dass ich jetzt hier am Abend dann losstarten kann. Aber halt erst die Papiere gekriegt, weil das Büro war erst ab 22 Uhr besetzt hier. Mein Transit nicht. Also das Nachtbüro. Mal auf die Zeit schauen. 1.18 Uhr. Da werden wir jetzt da schnell einen Kaffee holen und dann werde ich ein Stück weiter fahren, weil in einer Fahrzeit schaffen wir so oder so nicht durch. Neue Route finden. Und dann werde ich nach einer 9er Fahrzeit und nach der 10er Ruhepause werde ich wieder dazu holen. Und dann werden wir das letzte Stück zusammenfahren, meine lieben Sportsfreunde. Also dann bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, da bin ich wieder. Ich hole jetzt auf die letzten 300 und nur was Kilometer dazu. Wir sind da ein bisschen oberhalb von Würzburg, wie ihr seht, auf der Sima. Ja, jetzt ist echt der 10er angerissen bei Norefahren, weil es einfach gut gelaufen ist. Aber macht ja nichts. Wir haben jetzt Dienstag, einen 10er haben wir ja noch. Mal schauen wir mal, ob wir ihn brauchen oder nicht. Normalerweise möchte ich diesen Wochenanfang vermeiden, aber die zwei Tankstellen sind so weit auseinandergelegen, dass sie das nicht vermeiden hat lassen. Aber es macht ja nichts. Oder haben wir heute auch schon gekriegt, um 8 Uhr früh. Da habe ich mein Büro gerufen, in Palermo unten. Der nächste Lastwagen, der steht. Und zwar im französischen Grenzgebiet. Bei einer befreundeten Firma am Hof. Leer. Jetzt ist der Olli beim Suchen nach einer Ladung nach Innsbruck. Also im französisch-schweizer Grenzgebiet. Er schickt
oder die Koordinaten zu von der Firma. Wenn dann aufs Handy schauen, jeden Tag aufs Handy schauen können, aber so dass du wisst, wo er umgeht. Das heißt, wenn wir dann in Innsbruck sind, wenn wir dann, sollte ich ihm dann Bescheid sagen, wenn ich auf dem Weg nach Innsbruck bin, dann organisiert er mal das Online-Ticket. Und schaut, dass ich von der befreundeten Firma, dass mich da wer am Bahnhof dann abholt. Und dann hätten wir den letzten LKW auch zu Hause. Und jetzt hat der Oli hat schon gesagt, das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Die Kunden haben wir vertrösten müssen. Aber zumindest verdienen wir mit der Ladung etwas. Mann, das ist wieder so ein Koffer gewesen. Habst du das gesehen? Habst du das gesehen? Aus nichts bremst der Ocher gerade, weil da ein brennender LKW steht. Aber das ist eine Reaktion gewesen von mir, ha? Bist du denn des Wahnsinns? Jetzt müssen wir natürlich in München unten mal noch einen umbrücken. Also abbrücken. Nennt man das so? Ja, abbrücken nennt man es da. Müssen wir dann abbrücken. Gott sei Dank haben wir einen Tandem-Hänger. Schauen wir mal. Das heißt, Sie sind schon jetzt dabei, ein Fahrrad zu suchen, mein Sportsfreunde. Sie sind da dabei, Fahrrad zu suchen für die Zeit nach dem Streik, aber diese Fahrer müssen erst einmal dann nach Innsbruck kommen. Also ich habe schon gesagt, ich habe schon nachgefragt bei Nulli, ob ich mein Volvo wieder kriege. Weil wenn ich schon mal eine neue Lastung bei der International Transport kriege, möchte ich jetzt nicht da auf einen von den anderen LKWs dann hängen bleiben. Sondern möchte dann schon schauen, dass ich wieder auf meinen mit dem Schuhboden oder mit der Plane, das ist mir eigentlich egal. Vielleicht werden wir es auch auf die Bahn verladen und nach Palermo bringen. Das zeigt dann die Zeit. Aber dadurch, dass die International Transport ja auch Wechselbrückenzüge hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man nach einer Ladung von der International Transport kriegt dabei. Wundert mich eigentlich, dass es nicht beim Tracker Anteil auf dem Hof vorstellen, sondern dass es mitgefragt kommt. Aber mir egal, wir haben bei dem Platz. Wir haben ja den Platz. Jetzt merke ich das Gewicht, jetzt merke ich das Gewicht. Na, zurückgeschalten. Ah, ja, zieht schon drüber, zieht er schon drüber, hat dann schon.
Ah ja, weil unten sind, will ich mal reinschauen, wenn sie im Betrieb sind, die habe ich von Matthias eine Nummer habe. Mal bei denen rufen. Ah, Matthias, sage ich Martin. Von Martin, dass ich da eine Nummer habe. Wie es in Spanien unten geht bei der Maria, wäre das vorne da unten gefällt. Habe ich mal interessieren. Ich habe so jetzt mit meinen Kollegen nicht viel Kontakt gehabt, seit dass ich in der Firma bin. Ich weiß auch gerade, dass der Martin einen neuen Volvo hat. Ein reiner Silo-Fahrer. Seit der eine oder andere sagen, wieso Silo, Maria hat ja Halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. den Silo gekriegt von Günther. Na, das stimmt natürlich, Nimm die Ausfahrt aber rechts. der Günther hat sich vom Feldbinder ein neues Silo gekauft, Immer geradeaus. ein Großraum-Silo. Aber wenn man mit denen einfach mehr Bitte rechts halten. Wenn man mit denen einfach mehr so die Möglichkeiten hat. So, eine Real-Life-Story von mir. Ich habe mit dem Großraum-Silo was vorne angefangen. Also ich war so im Schichtbetrieb, einfach unterm Tag Silo fahren, und in der Nacht ist derjenige, der aus der Nachtschicht gefahren ist, mit dem Kipper Bitte gefahren. links halten. Und ich weiß, ist dann auch aus einem späteren Zeitpunkt aus, dass die was im Großraum-Silo fahren, da musst du dann dein Silo reinigen lassen. Und dann kannst du nicht nur Zement führen, sondern du kannst auch dann zum Beispiel Mehl führen. Da fährst du zu einer Firma, die spülen den aus, oder die reinigen den halt von innen, dass er halt sauber ist, und dann kannst du ein anderes Produkt fahren. Wir mit die Kipper auch. Das ist auch so eine Real-Life-Story von mir. Das war's aber jetzt nur von Informationen her was. In der Firma, wo ich bin, wir haben der Großraumkipper gehabt mit die Kronschieber. Der, was an LS spült, der weiß, was ein Kronschieber ist. Die sind dann auch, wie mein Chef hat gesagt, die haben es dann ausspülen, also ausspülen, ausspülen. Die haben halt gereinigt werden müssen, und nachher hast du dann Weizenfirn können. Dann hat es aber sein können, dass in dem Bereich, wo es zum Beispiel in Italien unten gestanden bist, kein Weizenlader auskennen, sondern dass dann Schrott geladen worden ist. Und auf dem Schrott ist dann wieder, keine Ahnung, Gerste geladen worden. Hat aber davor wieder zum Reinigen müssen. Im Vorrat zeitaufwendig, weil das ist zertifiziert, das ist anscheinend ein zertifiziertes Personal, hat das nur machen dürfen. Klar, was ich weiß, der Truckhandler hat es mir in einem seiner Videos erklärt. Es ist halt, das hat halt alles wirklich sauber sein müssen. Und da, wenn ein bisschen bei der Kundschaft da ein Nässe umgewesen ist, dann bist du so lange gestanden, bis der hundertprozentig trocken war. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Wäre lustig, dass das im Winter ist. Bitte links halten.
So. Volvo mit der Renault Planet, das ist auch interessant. Aber vielleicht wird er Ersatz zu pushen braucht. Ja, das erinnert wieder an die Zeit mit unseren Magirus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah, schade, da sind wir ja schon. Nimm In die Ausfahrt München. rechts. Lieber Stefan, das Stadion da vorne. Demnächst rechts Wie hast abbiegen. du in einer von deinen Folgen genannt? Die Arche von München, oder wie war das? Biege nach rechts ab. Ich war schon 1860, Stefan, gell? Ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Ich will zwar nicht sticheln. Aber lieber Stefan, das einzig Gute in dem ETS-Universum ist, manchmal leuchtet die Arena hier noch blau. Und das freut mich dann, wenn es blau leuchtet, wenn ich vorbeifahre. Hier in meinem ETS-Universum für die, weil dann 1860 quasi spielt dann wieder in der ersten Liga in München. Ich kenne mich überhaupt nicht, meine lieben Sportsfreunde, bitte nagelt mich nicht fest, ich kenne mich überhaupt nicht aus meinem Fußball. Ich bin ein absoluter und ein reiner Kampfsportler. Über Kampfsport kenne ich mich aus, aber Fußball überhaupt nicht. Die mir hat auch niemand, der was der FC Bayern-Fan ist, auch würdigen. Immer geradeaus. So, Euro-Goodies. Wenn wir da mal fragen gehen, wo wir das hinstellen müssen, ich würde sagen, meine Spaßfreunde, ich werde mich gleich Was für eine melden bei schöne euch. Fahrt. So, meine lieben Spaßfreunde, da bin ich wieder. Wir werden jetzt nach Innsbruck fahren, zurückgefahren und dann ist das Zugticket für morgen früh gebucht. Wir haben es jetzt seit 21 Uhr am Abend, am Montag. Ich habe fälschlicherweise zuerst Dienstag gesagt, aber es ist der Montag Abend. Wir haben es jetzt halt am Montagabend geschafft. Wir sind binnen von jetzt knappen 12 Stunden. Sind wir die 700 Kilometer runtergefahren. Dann geht es am Dienstag in der Früh, also heute oder heute in der Nacht, geht es dann nach Dijon. Weiter, da steht bei Euro-Goodies der LKW ohne Ladung noch am Hof. Ja, Stefan, jetzt leicht blau. Und dann werden wir da in der nächsten Folge werden wir dann nachher den Dion weiter starten mit dem Sportswende. Ich glaube, auf dem Weg nach Innsbruck nehme ich ihn Knet mit, weil wir haben jetzt da eigentlich ehrlich gesagt noch ungefähr 1,5 Stunden Vorzeit von München aus. Und ja, was wird da noch großartiges passieren? Vielleicht, dass wir einen kleinen Stau haben, Vorzeit haben wir noch genug. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier
aus vom Arbeiter zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergisst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!